Hallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von StarCraft 2. Ich würde jetzt liebend gern mit euch Ranked spielen, allerdings, wie ihr seht, ich bin so ein Lappen, hab das Spiel selber nicht gekauft. Allerdings habe ich nur angekündigt, dass ich, solange wie ich mit Rockbob und Gustav nicht aufnehmen kann, weil die irgendwie regelmäßig nicht online sind, muss ich wohl oder übel gegen die AI spielen, damit wir nicht allzu sehr verkommen. Und deswegen spielen wir einfach nochmal Protoss, weil das haben wir die ganze Zeit gespielt. Gegen die AI. Drei Matches bleiben übrig, bis sie da irgendwie gewertet werden. Es tut mir echt ein bisschen leid. Ich würde euch gerne zeigen, wie ich gegen echte Spieler verkacke, aber so können wir von der AI platt gemacht werden. Ist das nicht mal schön? Ich werde mein Bestes geben, irgendwie durchzukommen. Allerdings habt ihr ja gesehen, wie ich mit Gustav und Felix gespielt habe. Das war nicht gerade das Gelbe vom Ei von mir. Zumindest, ich konnte gut hinten meine Gebäude aufstellen, die ganze Zeit irgendeine Taste hämmern, damit Kolosse gebaut werden. Das wird mir jetzt nicht allzu viel helfen. Ich habe auch selber jetzt eine Weile nicht mehr gespielt, das heißt, das macht das Ganze nicht gerade einfacher für mich. Vor allen Dingen habe ich den Ton relativ leise, egal. Und ich hoffe mal, dass ihr momentan meinen Mauszeiger seht. Ich habe gerade alles danach gesucht, weil ich es ziemlich komisch fand, dass der nicht mit drin ist. Also vielleicht habe ich es einfach nur übersehen. Allerdings, ich würde den für euch noch ganz gerne mit irgendwie einblenden. Problem ist, ich habe gerade keinen Unterpunkt gefunden, wo das gehen würde. Ich suche einfach mal nachher in Ruhe noch weiter und da habe ich gleich mal mein Bild oder verkackt. Also grundsätzlich werde ich jetzt gleich so Fleißtag sein. Und des Weiteren ist es eigentlich mein Plan, Vorgate zu spielen. Ich weiß nicht, ob das Rush, Push oder irgendwie anders heißt. Auf jeden Fall so ein bisschen Vorgate. Weil es so momentan die einzige Build-Order ist, die ich neben Kolosse noch kenne. Und da ich ziemlich genau weiß, dass ich Kolosse allein nicht hinbekommen werde, ist dann mein Notfallplan. Probieren wir es einfach mal mit Vorgate. Das kann ich mir jetzt ein bisschen jetzt mal vom Anfang weggenommen, wo ich jetzt schon mal übelsten Schwachsinn gemacht habe. Aber na gut, dafür sind wir ja Anfänger. Also bin ich ja Anfänger, damit ich auch mal Fehler machen kann. Ich hoffe einfach mal, die AI ist jetzt nicht in 2 Sekunden da und macht mich platt. Das würde ich ihr irgendwo zutrauen. Gut, ich weiß nicht, gegen was für eine AI ich spiele, aber das werden wir noch rauskriegen. Ich spiele, glaube ich, einfach mal so lange, bis ich gerankt bin. Und wie bereits erwähnt, ist es ziemlich bescheuert, wenn man jetzt so anfängt. Ja, schau mal, ich frage euch 2 Monate lang, welches Spiel wollt ihr denn gerne sehen? Und sobald ich weiß, welches Spiel ihr sehen wollt, dass ich das 5 Parts aufnehme, davon 3 wirkliche im Spiel, der Rest nur Arcade, und danach sage, okay, das war's, vielen Dank für die Umfrage. Das ist ziemlich asozial. An sich soll das Ding nämlich noch weitergehen. Grundsätzlich erstmal. Wie lang ist dann die andere Frage? Aber wir probieren es erstmal. Komm, jetzt brauche ich endlich fertig, Mann. Egal. Gustav wird mich jetzt wieder ausschimpfen, weil ich gerade überhaupt nichts irgendwo baue. Und weil keiner von meinen Arbeitern im Gas ist. Mann, Gustav, ich höre deine Stimme schon. Wo ich dich so lange nicht mehr gehört habe. So. Dann machen wir es mal. Versuchen wir mal halbwegs ordentlich zu spielen. Du hier. Warte, genau. Gibst du mal dein Mineral ab. Und dann schauen wir mal. Ah, falsche Taste. Nein, doch, schon wieder. Okay, war richtige Taste. Yay, yeah, ich habe die richtige Taste gedrückt. Schauen wir mal, wo der sich hier gerade so versteckt. Dann You must construct additional pylons. Ja, mein Gott, ich weiß. Hier, extra nur für dich, 3, 4, 5 weitere. Jetzt zu Chrono boosten, wäre ziemlich dumm. Apropos, ich brauche noch ein Salad. Ich weiß, dass ich mehr Pylons brauche. Wo kann ich hier eigentlich überall raus? Es gibt bloß diesen einen Weg, nach oben und nach unten. Sehe ich das richtig? Ja. Ich weiß, ich fange früh an, damit hier alles kennenzulernen. Gustav meinte, bei 6 Minuten noch was sollten wir immer los zu rushen. Das heißt, bis dahin müsste ich eigentlich fertig sein. Das werde ich sowas von richtig hart nicht hinkriegen. Aber na gut, was soll's. Wir geben einfach mal, wie gesagt, unser Bestes. Und ihr merkt, ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich schon alleine ohne Aufnahme verdammt verwirrt bin in diesem Spiel. Weil ich es noch nicht allzu häufig halt gespielt habe. Was jetzt auch schon fast wieder eine Lüge ist, aber trotzdem, ich werde halt einfach nicht so viel schnell besser. Obwohl, warte, den nächsten Pylon könnte der eigentlich bauen, aber, einer wäre vielleicht noch nicht schlecht, weil wir schon wieder 22 und 34 sind. Na gut, man kann ja nie zu viele Pylons haben. Wir haben auch schon einen Stalker. Nein, warte, einen Salad. Jetzt geht es da schon los, dass ich den Namen verwechsle. Na ja, gut, dauert es mir jetzt nicht so lange wie bei Monster Hunter, dass ich so nach 500 Parts anfange, einen Namen zu verwechseln. Nein, das geht in StarCraft schneller. Okay, der ist da oben, brauche ich gar nicht mehr zu schauen. Das heißt, wir können hier schon mal unseren Pylon hinstellen, um dann rein zu warpen. Ich hoffe, jeder, der jetzt noch StarCraft anfängt mit gucken, weiß ungefähr, wie das Spiel funktioniert.
Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Ich erkläre es auch gerne nochmal. Das ist vielleicht auch für mich. Hallo? Dankeschön. Nochmal eine gute Zusammenfassung. Warte, ich habe den da oben nicht mit erwischt. Steuerung 4. So. Dann, du brauchst noch ein Stückchen. Verdammt, ich habe vergessen, dich zu Chrono boosten. Mann. Dann dürft ihr zwar noch einen Stalker erstellen. Ihr geht schon mal da oben hin. Ich wurde noch nicht gesehen, das ist schön. Das ist mein aggressiver Pilon. Jetzt nochmal ein bisschen defensiver stellen. Ich werde vielleicht wirklich gucken, ob er da oben ist. Aber woanders kann er nicht sein. Grundsätzlich sind die Maps immer irgendwie in irgendeiner Weise symmetrisch aufgebaut. Wie ihr seht. Was, was? Ah, completed! Yay, sehr schön. Dann fangt ihr schon mal an, euch zu warpen. Ich weiß, vor Gate habe ich gesagt, wir machen jetzt einfach mal mehr draus. Denn wir sind schon weit über der Zeit. Wo wir eigentlich beinahe fast sogar drin sind. Aber egal. Ihr lauft übrigens dorthin, egal. Dann warpt euch mal alle um. Und seid bereit, cool zu sein. Hier, der erste darf schon mal kommen, der nächste gleich hinterher. Am besten immer Stalker, wurde mir gesagt. Die sind schöner als Zealots, aber baut schneller. Egal, ihr geht schon mal vor. Du kommst nach. Wehe, der ist hier nicht. Ah, wir spielen gegen Protoss. Okay, ja, fokus den Typen mal. Ich habe noch keinen Blink. Das ist jetzt, das ist scheiße. Okay, ich bräuchte eindeutig mehr Leute. Egal, wir tun erstmal so, als wenn wir was könnten. Wir nehmen so viel weg wie möglich. Ja, auf der Rampe sind wir eigentlich gerade ziemlich geil, muss ich sagen. Und ich glaube, so wie es hier abgeht, sind die Zealots sogar. Fuck, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Ich hätte vielleicht nicht direkt reinwurpen sollen in dem Moment, wo die mich hier sehen. Egal. Scheiß drauf. Polen ist nur einmal im Jahr. Ole, ole. Ich denke, mein Mikro ist ziemlich beschissen. Also, das kann ich euch jetzt schon mal verraten, dass ich das so ziemlich genau weiß, dass das so ist. Ah, Mann, ich bin aber auch bescheuert. Ich will den da aber nicht aufgeben. Und ich glaube, ich bin ja auch gerade ziemlich geil dabei, den hier rauszupushen. Der scheint nicht so stark zu sein. Auf der Rampe zu kämpfen ist sowieso nicht so schlau. Ich mache es. Oh, du lebst noch? Gib doch mal den scheiß Zealot um. Meine Fresse. Wenn der alles zweimal sagen muss. Wie ist der hier gerade gestorben? Egal. Er sieht sogar richtig gut aus. Leute, wir könnten den hier direkt wegpushen. Gegen was für einen Lappen spielen wir? Okay, gegen die AI. Ja, ist klar, die schwache AI. Seid euch, danke. Nichtsdestotrotz, wir sind hier gerade durchaus verdammt gut in seiner Besten. Ja, es wäre jetzt besser, auf die Echoline zu gehen, aber du kommst hier ja nicht her. Das kannst du vergessen. Sehr schön. Und jetzt ab hier in die Echo. In die Echo. Oh, die Echo kommt zu mir. Hey, wie nett und liebenswürdig. So, du machst den da. Der haut schon wieder ab. Jetzt kommt er mit Sentries. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was gegen Sentries gut ist. Das ist ein bisschen doof. Wahrscheinlich noch mehr Sentries. Aber, ja. Du machst das schon, ne? Das ist sehr nett. Scheiße. Ich hätte vielleicht. Warte, wo? Ich habe doch hier irgendwo noch meine Sentry, ne? Während die Typen da schön reinlaufen. Ich mache überhaupt nichts hinten, ich weiß. Ich bin jetzt mal ein bisschen böse, bin ich jetzt mal. Ausnahmsweise versuche ich jetzt mal asozial zu sein, weil ich das mit am besten kann. Der hat weniger Gates als ich. Warte, ich habe hinten noch mal mehr. Meine Güte, ich habe sie vergessen. Nein! Fuck, welche Taste? Ich habe jetzt alle. Steuerung 4. Sehr schön. Dann sollte ich jetzt auf jeden Fall sowas von durchpushen können. Warte, du, den da. Sehr schön. Dann du hier hinter. Angriff. Die kommen aber auch schnell nach. Hier, wenn wir dabei sind, da darf man. Da ist ein Robot Facility. Ach du Scheiße. Eigentlich bin ich so früh hier. Wenn der jetzt anfängt, hier irgendwas Böses zu bauen, dann habe ich sowas von verkackt, weil ich hinten, wie gesagt, überhaupt nichts gemacht habe. And er will surrender! I don't give a fuck. Dich zerst. Ich hätte vielleicht aufgeben sollen. Ach nein, okay, sind meine. Okay, dann ist schön. Will er jetzt nochmal aufgeben oder kann ich jetzt. Warte, ich sollte eigentlich, wie gesagt, in die Echo ein bisschen reingehen. Hier, mach die Platz. Du hier, machst den Platz. Ist nicht so, dass ich den Typen nicht sehen würde. Dann schütze sie mal kurz. Nur für den Fall der Fälle. Dankeschön. Und ich sollte vielleicht die Pilots zuerst kaputt machen. Damit da nicht noch mehr dazukommen kann. Ich muss nämlich jetzt auch noch so ein bisschen anfangen, mit mir selbst klarzukommen. Also nicht nur mit dem Gegner, sondern auch mit mir. Das heißt, damit ich weiß, was ich am besten angreifen kann, ihr solltet die hier vielleicht erstmal töten. Denn es ist gerade bei Protoss immer gut, erstmal die Pilots kaputt zu machen, finde ich zumindest persönlich, so mit meiner sehr bescheidenen Meinung.
weil der, wenn alle Panels kaputt sind, einfach mal nichts mehr machen kann. Und ich denke, das haben wir auch ungefähr gewonnen. Ich übe nur mal nebenbei so ein bisschen das Mikro noch, weil, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, in den paar Parts, die wir tatsächlich schon gebracht haben, ist das bei mir etwas unterbemittelt, um nicht zu sagen komplett bescheuert, aber man kann sich nur noch verbessern. Das ist schön, wenn man richtig beschissen ist, man kann nur noch besser werden. So, was zur Hölle ist das hier? Es ist kaputt, sehr schön. Dann sollte er jetzt eigentlich auch bald automatisch aufgeben, weil alles kaputt ist. Ja, er hat schon mir gesagt, hier, ich will nicht mehr, Junge, du machst mich platt, aber das musste jetzt noch ganz kurz sein. Das war wichtig für mich. Und da das Ganze jetzt weniger als 20 Minuten geht und 20 Minuten eigentlich eine schöne Zeit ist, hängen wir direkt nochmal einen Kampf hinten dran. Die nächste AI wird nämlich stärker. Ich habe von Felix gehört, dass... Oh, der hat eine höhere APM gehabt als ich. Och Mann, very easy, 10 Siege. Das erklärt so einiges. Ey, ich freue mich gegen Very Easy, woo! Yes, scheiße. Egal. Gustav meinte, oder zumindest Felix meinte, dass Gustav meinte, dass er, boah, die Kette ist geil, dass er gegen eine Very Hard AI auch nicht immer so geil ankommt. Komm, wir haben die ganze Zeit Protoss gespielt, lass jetzt mal ein bisschen mit Terraner machen, das kann ja gar nicht schief gehen. Bei Terraner habe ich aber übrigens überhaupt gar keine Build-Order. Ich will euch bloß mal ein bisschen Abwechslung bieten. Irgendwann spiele ich dann vielleicht nochmal mit Zerg und mache einen Zergling Rush und wenn der nicht klappt, habe ich verloren. Oh, schade. Auf jeden Fall, die AI kann ziemlich stark sein. Die hat uns hier jetzt natürlich auf der niedrigsten Stufe getestet, um uns nicht gleich das Spiel zu vermiesen. So, ihr habt jetzt schon ein paar Mal Brutus gesehen. Die arbeiten Not ziemlich viel mit Pylonen, Reinwarpen und Robotern minerals. Und Laser. Was so für einen Physikstudenten echt richtig geil ist. Die Terraner sind so gesehen die Amerikaner. Viele, viele Waffen und alles kaputt schießen. Allerdings ohne Laser. Die haben wirklich nur Ratsch-Boom-Waffen. Das erklärt es wahrscheinlich so am besten. Und anstatt Pylonen baut man hier Supply Depots. Die haben den Vorteil, die können ausgezogen werden und wieder reingeschoben. Das klingt jetzt ziemlich pervers. Ist es auch, denn da drin kommen die so gesehen unter. Mit Terraner kann man ziemlich gut, da fange ich jetzt auch gerade schon mal an, seine Eingänge zu wallen. Das kann man auch mit jedem anderen, aber ich finde mit Terraner geht es relativ einfach. Weil die halt ziemlich gut darin sind, Sachen zu bauen und vor allen Dingen anderen Leuten Demokratie zu bringen. Und jetzt muss ich erstmal warten, bis das Ding fertig ist. Und kann dann eine Barracks bauen, dort werden die Einheiten produziert. So, hier wie ihr seht, wir brauchen 3 Gebäude und dann ist zu. Was schon ziemlich cool ist. Ich denke, mit zu fange ich auch jetzt gleich mal an. Denn, das sollte man kurz jetzt immer machen, für alle, die noch mehr Noobs sind als ich. Gegen Zerklinge, heißt diese kleinen ekligen Insektenviecher, ist es immer gut, erst zuzubauen. Denn wenn hier so ein Zerkling-Rush kommt, knallen die halt gegen Gebäude und nicht hinten in die Leute. Übrigens, wenn ich sage Ecoline, meine ich die Typen, die abbauen, die ökonomisch arbeiten. Die einzigen, die uns wirklich Sachen bringen. Und die sollte man halt immer irgendwie beschützen, weil wenn man die nicht mehr hat, dann ist scheiße. Weil dann kriegt man keine Mineralien mehr, kriegt man kein Öl mehr, kein Gas. Und dann kann man halt nichts mehr machen. So. Ich mache jetzt erstmal Mass Marines, weil das eine schöne Alliteration ist. Das kann nicht schief gehen. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Obwohl, eigentlich könnte ich jetzt auch, wenn ich Gas hätte, auf Reaper gehen und so ein bisschen Micro üben. Allerdings habe ich vergessen, Gas abzubauen. Überhaupt nicht typisch amerikanisch. Okay, eigentlich ist das nicht typisch deutsch mit nicht Gas benutzen, aber na gut, was soll's. Hauptsache, wir kommen hier irgendwie voran. Neben den Marines, die ich hier gerade baue, gibt es auch noch andere Einheiten. Oh mein fucking Gott, you don't say. Und zwar hat man hier noch, weil ich das so häufig nicht spielen werde, der Clash gleich mal einmal den Marauder, den man verbessern kann, so dass der die gegnerischen Einheiten slowt, also langsamer macht. Den Reaper, der über solche Abhänge hier springen kann und grundsätzlich sonst einfach nur schnell ist. Ich sammle mich mal schon mal hier, damit der Gegner auf keine dummen Ideen kommt. Dann kommt die hier noch durch. Ich hoffe eigentlich nicht. Wir machen einfach mal runter. Dann gibt es noch den Ghost, der auch noch hier mit dabei war. Der kann sich unsichtbar machen, kann EMP-Systeme abfeuern und ist grundsätzlich deswegen auch ziemlich cool. So, stellen wir den mal dort in den Bunker. Ich sollte vielleicht Leute ins Gas reinstellen. Das klingt auch nicht gerade schön. Okay, wir spielen scheinbar auch gegen Terraner.
Kann es sein, dass der Computer liebend gerne die gleichen Sachen nimmt wie ich? Zumindest auf der Stufe, die er momentan ist. Scheinbar. Oh, oh mein Gott, ich habe eine böse Idee. Ich habe eine richtig böse Idee. Ich troll den. Guck mal. Bitte lass das Ding da hinbauen. Bitte lass das Ding fertig werden. Warum habe ich eigentlich so viele Einheiten da drin und so wenig Barracks? Irgendwas läuft hier schief. Egal. Ja, ich weiß, dass ich noch genug Minerals habe. Ach, Mann. Dann hier gibt es auch noch Reaktoren. Damit kann man zwei Einheiten auf einmal bauen. Oder Tech Labs. Okay, das passt da nicht mehr mit hin. Dann lassen wir das in der Wall so drin. Du kannst hier produzieren. Ja, ich habe momentan einen dort. Leute, erstmal mich verteidigen und danach zum Gegner. Gut, wenn der jetzt mit Reapern anfängt, ist auch doof, aber... Scheiße. Supply Stack! Meine Güte, geht das schnell bei mir! Das kann doch nicht sein. Ohne Spaß. Darauf muss ich echt besser aufpassen. Also immer mal so ein Blick rechts nach oben. Ich meine, so als COD-Spieler links nach oben, das kriege ich ja hin. Also warum nicht immer kurz rechts? Das ist wahrscheinlich zu weit oben. Och nö, oh nö, nein, nein, scheiße, warum hat er so viele? Gut, ich bin in seiner Base, ja, das macht irgendwie Sinn. Ach, scheiß die Wand an. Ich kann auch das Ding kaputt machen, dann könnte hier eine Weile nicht durchlaufen. Ach man, mein schöner Plan, einfach so zunichte gegangen. Schade. Ja gut, was haben wir noch? Wir hätten noch eine Engineering Bay. Da sind halt Ingenieure, denen man vertrauen könnte, aber nicht muss. Problem ist, Mass Marines funktioniert eigentlich bloß am Anfang gut, wenn halt... Warum habt ihr geschossen? Was ist da los? Hab ich hier was übersehen? Wahrscheinlich. Es funktioniert nur am Anfang wirklich gut, wenn halt... der Gegner noch nichts hat. Momentan hat mein Gegner aber Sachen, und zwar mehr als ich. Das heißt, ich muss meine Taktik ändern. Also meine, in Anführungszeichen, Taktik. Ich könnte mal auf Flugeinheiten gehen. Allerdings hat ja Mass Marines, das heißt, Flugeinheiten bringen nicht allzu viel. Vielleicht ein paar Benjis. Ey, oder ich mach Ghost. Ich hab's dir vorhin so schön erklärt. Es gibt übrigens auch noch mehr Einheiten, Flugeinheiten und andere geile Sachen. Minen! Oh, ich mag Minen. Wer mag bitte schön keine Minen? Ich bin demnächst vielleicht wieder Supply Stack. Ich baue schon mal vor. Wie gesagt, besser man hat, als man hätte. Die brauchen ja ein Stückchen. Weiß, da fehlen mir vielleicht mit der Reihe an anderen Stellen, aber die werden... Nein! Lutscher! Was soll der Scheiß? Ist nicht nett! So. Dann kann man übrigens die Barracks auch noch reparieren lassen. Leute, ich greife einfach mal an. In der Regel ist es so, wenn man mit allen seinen Einheiten angreift, ist man danach sehr verwundbar und deswegen denke ich mir, hallo, reparier den Scheiß, greife ich jetzt einfach mal an. Kann ja nicht so stark schaden, dann auf jeden Fall das Cloaking Device muss erforscht werden. Hier dürfen schon mal ein paar Minen kommen. Komm, sehr schön. Boah, ich vielleicht noch... Ah, warte, 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 ich hätte mir ein Orbital Command machen sollen. Komm schon, komm schon. Also, viele wuseln denn da rum? Und trotzdem kriege ich so wenig Geld. Bullshit. Mann, ich brauche einen Medivac. Die können die Typen überhaupt heilen. Übrigens, hi. Überhaupt ist ein bisschen doof. Steuerung 4. Auf geht's. Okay, die haben Sachen. Was ist das hier? Die haben einen Sensor. Och nö, der hat einen Sensor-Tower. Lutscher. Plan funktioniert schon nicht mehr. Allerdings, der Plan mit den Minen, Plan 23b mit Selbstverarsche, scheint vielleicht noch eine Erfolgschance zu haben. Soll ich es trotzdem probieren? Ach komm, wir machen es trotzdem. Ich meine, was soll schon großes schief gehen? So, du kannst übrigens wieder zurückkommen und mal ganz schnell nochmal sowas bauen. Und ich denke, ich kann schon mal einen Sensor Tower bauen. Ich glaube, wenn der es hat, sollte ich es vielleicht auch mal bauen. Ich meine, was du nicht willst, dass man dir tut, das führt keinen anderen zu. Also, nee, warte, das war der falsche Spruch. Wenn man selber daran denkt, kann man auch gerne sowas machen oder... Ach Mann, scheiß drauf. Die Ideen, die man selber hat, fügt man auch an anderen zu. So klappt es vielleicht noch am besten. So, Orbital Commands kann Sachen machen, wie Mules rufen und noch mehr SCVs machen. Hey, guck mal, grab dich mal ein. Der steht doch gut. Ich denke, der wird mich nicht mehr so schnell angreifen. Ich sollte vielleicht noch ein paar Tourists bauen, nur für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie...
was der Gegner gerade so plant. Also eigentlich weiß man es schon, und zwar indem man einfach reinlaufen würde. Da ich aber momentan nicht reinkomme. Doof. Ich stelle dich schon mal hier hin, weil wenn meine Mine angreift, dann kann ich dann direkt zuschlagen. Denke ich mir mal so. Oh, ich habe noch mehr Minen. Mine, 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 Mine. Der hat einen Raven! Nuclear missile ready. Are you fucking kidding me? Da komme ich doch mit meinen Leuten niemals an. Oh, guck mal. Wie schön. Er hat hier den Arbeiter. Wow, warte, warte, ich sollte die vielleicht zurückziehen. Vor allem, dass es der Backesgeist immer noch da ist, oder was auch immer das für eine Ansicht ist. Hat er mich natürlich gesehen. Das ist vielleicht jetzt grundsätzlich nicht so schlau gewesen. Das gebe ich zu. Aber ich muss den Raven irgendwie runterholen. Ja, ich muss den Raven einen runterholen. Ich gebe es zu. Das habe ich gerade gesagt. Trotzdem sollte ich es tun. Weil noch habe ich ja grundsätzlich nicht verloren. Und ich denke, Mars Minen wird da schon irgendwas bringen. Definitiv. Ansonsten wüsste ich nicht, was ich jetzt noch besser machen könnte. Also doch, schneller sein, bessere Ideen. What the f... Und so weiter und so fort. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Lasst mich. Ich darf das. So, Starport dorthin. Ghost Academy kann... Scheiße. Okay, kann ich einen Raven fokussen? Das sind zwei Raven! Egal. I gonna get you! Bitch. Oder auch nicht. Gut, dann... Min. Boah, ich mache... Ich habe zumindest schon mal ein Turret. Ich meine... Ich bin schon mal nicht ganz... ungewappnet. Ich wette, der wird ausreichen. Definitiv. Ich sehe keinen Grund, warum der nicht so sein sollte. Ich brauche irgendwo noch ein Tech-Lab, wenn ich das wirklich so machen will. So, das war... Oh, das war das Falsche. Scheiße, das war das Falsche. Abbruch, Abbruch. Ich brauche... Factory war es, oder? Genau, eine Factory. Dass ich sowas noch nachgucken muss. Egal, noch ein Fusion Core. Kriegt wahrscheinlich gerade... Ach, komm. Den will ich schon verloren haben. Dann... Nein, jetzt hat er auch Minen. Lutscher, zerstört den Raven! Sehr schön, Ruckzug, Ruckzug! Grab dich ein, grab dich schneller ein. Oh, sehr schön. Komm schon, warum greift die Mine nicht? Ja, okay, sie macht mal ein bisschen Schaden, das ist schon mal schön. Da haben wir den einen Tank. Dann müssten wir die Mine da definitiv noch kriegen. Und der Tank, der ist halt scheiße. Aber ich habe ja noch mehr. Ey, mein Gott, ich konnte den Angriff abwehren. Oh mein fucking Gott, ich bin nicht nutzlos. Gut, noch ist der Angriff da. Ich habe den Angriff abgewehrt. Woo! Fuck yeah! Get it, bitches! I am so fucking good. Medivac mal noch mit hier bauen. Das können wir hier machen. Wir können Sachen machen. Ich mag Sachen. Ey, hier kann ich Tanks bauen. Okay. Die Mine war gar nicht mal so schlecht mit genügend Marines, die unterstützt haben. Dann bräuchte ich noch mal ganz schnell hier eine... Ne? Wartet. Supply Depot. Warum ist hier eine Mine? Egal. Die hat schon ihren Grund. Irgendwann wird sie mich retten. Bin ich mir sicher. So, der wird wahrscheinlich schon nachgebaut haben. Egal. Ich gehe mal gucken, wie es dort aussieht. Irgendeiner von euch könnte den hier auch mal ganz gerne reparieren. Habe ich auch nichts dagegen. Dann Mule. Oh, fuck. Meine Mineralienfelder sind bald weg. Das ist nicht gut. Dann hier noch ein Viking. Warte. Ja, das sind ein paar viele Minen, die ich hier baue. Warte, das Ding ist egal. Ja, egal, ist 88. Das weiß doch jedes Kind. Warte, V, nicht B. Dann, was will ich denn machen? Factory. Erstmal nochmal Minen. Die Minen haben mir gerade den Arsch gerettet. So, wie sieht's aus? What the shit? Okay, das sieht nicht gut aus. Das sieht absolut nicht gut aus. Ich brauche mehr Marines. Noch mehr Marines! Machen wir ein paar Reaper. Weil das jetzt so fucking viel bringt. So. Sobald sie hier sind, habe ich so richtige Probleme. Ich stelle mal einen Speer dahin. Warum stelle ich da eigentlich keine Minen? Warte, der hat einen Raven, der wird den sehen. Egal. Vielleicht ist er ja zu dumm nachzugucken. Vielleicht sieht er ihn ja einfach nicht. Guck mal, stelle ich ins Gebüsch. Ins Gebüsch! Och, Lutscher. Kann das nicht machen. Keine geilen taktischen Sachen können hier durchgeführt werden. So ein Bullshit. Dann. Ich hab, die Vikings müssen doch gut sein. So, können die landen? Die können landen. Sehr schön. Dann bin ich jetzt mal wieder so nett wie eh und je.
und versuche böse Sachen zu machen. Och nö, Supply Stark. Ich dachte, ich hätte vorgesorgt. So, warte, da ist eine Zahl drüber. Die Zahl ist nicht ohne Grund da über dem Hauptgebäude. Das wurde mir auch schon mehrmals gesagt. Ich vergesse es jedes Mal. Das kann ich noch deaktivieren. Ah, nein. Natürlich nicht. Er will schon Minen deaktivieren. Außer man steht gerade drauf. So, ihr seid ja zum Glück recht schnell. Alright, alright. Na gut, dann bauen wir erstmal ein Tech Lab. Ich meine, vielleicht bringt es ja irgendwas. Hier wird noch eine Mine gebaut. Dann bauen wir hier nochmal ein Tech Lab dran. Ach, ja, möchte ich noch umsetzen. Übrigens, das Geile von den Terraner-Sachen ist, die können fliegen. Hui! Was, wie könnte... Oh nein. Oh nö. Ich bin noch nicht fertig. Zerstört die Mediwags. Und die Ravens. Macht irgendetwas. Yo, Raven ist weg. Mediwag ist weg. Das Ding ist weg. Zerstört die Typen. Fuck yeah. Eiskalt abgewehrt. So, ihr landen. Scheiße, da kommen die Tanks. Macht irgendwas kaputt. Och, Leute. Das habe ich mir effektiver vorgestellt. You don't say. Hätte bestimmt niemand gedacht, dass ich das mir anders vorgestellt hätte. Also ich komme schon mal so nicht rein. Also ich bin gerade so hart in der Defensive. Ich krieg gerade nichts gebacken. Vor allem hat er ja schon wieder Tanks. Egal, greift mal an. So, Fear the Reaper Man. Ihr seid... Hallo, Reaper, ihr seid besonders. Ihr... Seid ganz, ganz besonders. Hat eure Mama euch schon immer gejagt. Dumm rumstehen kann ich auch, Leute. Jetzt mal ohne Spaß. Gut, dann machen wir weiter. Ich brauche noch eine neue Kommandozentrale. Meine ganzen Ressourcen sind nämlich sonst demnächst den Bach runter. Das heißt, ich sollte eigentlich... Ich kann das Ding auch abheben. Nicht mit Leuten drin. What the shit? Ach, der hat auch ausgebaut. Ach, war doch klar. Der hat Tors. Ich hab Marines. Yes. Fuck that bitch. Mit Ravens kann ich noch nicht umgehen, weil ich da einfach zu langsam bin. Okay, was könnte man noch machen? Wir könnten da Sachen machen. Wir können hier erstmal noch ein Tech Lab dran bauen. Da können wir es nämlich auch alles bauen, was der hat. Können wir nicht. Was fehlt? Eine Armory fehlt. Was ist eine Armory? Armory. Okay, dann bauen wir die mal. Ich könnte auch noch Ghosts bauen. Was ich eigentlich mit euch machen wollte, ist hier hochspringen. Oh, du Sch Suicide Squad! For the win! Okay! Geht klar! Meine Freunde! Einfach noch mehr Marines bauen. Ich meine, das funktioniert so gut zwischendurch, also warum sollte das jetzt aufhören, gut zu funktionieren? Was haben wir denn noch Schönes? Wir haben... den Starport. Komm, wir bauen mehr Starports. Wir bauen noch ein paar Benjis. Keine Ahnung, was das jetzt bringen soll, aber wir bauen sie erstmal. Also ein paar Turrets. Weil wenn die jetzt kommen, muss ich die ja irgendwie abwehren. Ich denke, gute Spieler würden jetzt schreiben GG. Allerdings hasse ich es, GG zu schreiben, wenn ich noch nicht tot bin. Deswegen mache ich das auch nie. Deswegen lasse ich auch die Gegner das nicht machen, auch wenn ich weiß, dass ich schon gewonnen habe und ähnliches. Denn es kann ja immer noch sein, dass der Fehler irgendeinen Gegner macht. Oh mein Gott, bin ich durch. Und dann muss ich ja irgendwie reagieren können. Ich muss bloß jetzt irgendwie schaffen... Was ist denn das hier? Extra Supplies, ne, brauche ich gerade nicht. Ich muss es bloß irgendwie schaffen, den kaputt zu hauen. So mit voller Kraft einfach nur kaputt zu schlagen, dann wäre das ja schon mal ein guter Schritt nach vorne. Kann ich dich eigentlich auch noch? Hier, Planetary Fortress. Nur ein bisschen extra Verteidigung kann ja nie schaden. So, noch ein bisschen Gas bitte. Ach, okay, jetzt haben wir gerade. Stimmt, ich habe gerade wie wild auf die Taste gehämmert. Scheiße. So, die Mine ist immer noch unglaublich effektiv. Vor allem, weil hier hinten jemand abbauen kann. Also, du bist scheiße. Komm raus. Dich stellen wir hier vorne hin. Du bist unsere Scout-Mine. Zwischen den ganzen Turrets. Das kann doch nie wieder mal nicht so super schlecht sein. Ich muss bloß irgendwie angreifen. Ich baue hier hinten wie wild. Das ist schon immer bei jedem Stronghold mein Problem gewesen. Ich baue hier hinten meine Verteidigung. Und sobald es um den Angriff geht... Ja, nö. Brauchen wir nicht. Additional Supply Depots. Mein Gott. Baut sie euch doch selber. Ob das geht, irgendwo einzustellen. Baut. So,
Nein, warte, wir machen hier vorne fertig. Oh scheiße, wieder Medivex mit dabei. Nein, ich hätte die nicht da reinschicken sollen. Die haben keine Scouts mit, oder? Fuck doch, irgendwie. Irgendwas in der Art haben die. Scheiße, jetzt ist... Ey, guck mal, ich hab noch ein paar. Auf geht's! Tödlicher Angriff! Suicide Squad bis zum Ende! Zerstöre Tor! Boom! Bitches! Gotcha! Können die keine Lufteinheiten angreifen, die Panzer? Die Panzer können die Lufteinheiten nicht angreifen! Benji, ihr macht die kaputt, Panzer, du machst die kaputt. Warte, ich kann mal, du bist Battle Cruiser. Egal, ich habe eine Option gefunden. Es ist zwar jetzt scheiße, dass das Ding kaputt geht, aber... schaust mal, was da oben los ist. Dann baust du ein paar Battle Cruiser. Du baust sie bitte so schnell wie möglich auch. Ja, du darfst sie auch gern verfolgen, habe ich nichts dagegen. Was, die können auch kaputt gehen? So lange habe ich noch nie überlebt. Shit. Okay, wir brauchen auf jeden Fall erstmal wieder das Ding hier. Genau das, was er jetzt machen wollte, wollte ich eigentlich auch tun. Den erstmal ein paar Basen kaputt machen. Das kriege ich jetzt aber scheinbar nicht hin. Ihr seid viel zu langsam, Leute. Und die Folge geht jetzt tatsächlich viel zu lang. Ich dachte, es sind wieder so 10 Minuten, wenn ich platt gemacht werde oder so. Allerdings scheint das hier anders zu sein. Sollte vielleicht erstmal meine Armee sammeln. Ach, Quatsch. Was fehlt denn dir jetzt noch hierfür? Scheiße, das war das Falsche. Mayday, Mayday. Die haben natürlich da Tools steht, ist ja nicht dumm. Ich wusste gar nicht, dass die Mules auch reparieren können. Das ist ja mal geil zu wissen. So, du gehst verfickt nochmal kaputt. Und ja, je öfter ich klicke, desto besser. So, noch das erste Teil von dem weg. Nein, bau kein neues. Lutscher! Warte, warum gehe ich nicht in die Eco rein? Jetzt vielleicht einen Raven hier kaputt machen. Irgendjemand kann ihn angreifen, das ist schlecht. Scheiße! Egal, ich habe einen neuen. Angriff! Alle Mann! Also ich brauche mehr davon. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, wie man vielleicht dezent merkt. Wo sind meine Tors hin? Ah, warte, die habe ich hier hingestellt. Warum auch immer. Ich hätte mir bestimmt irgendetwas nicht dabei gedacht haben. Aber okay, ja, Scheiße, ich habe jetzt kein Vespian Gas mehr. Fuck. Ja, dann, das ist natürlich dann doof. Aber gut, ich habe zumindest ziemlich viel Geld und kann mir vielleicht ganz, ganz viele Basen bauen. Und dann habe ich vielleicht den Mineralvorteil. Und dann kann ich vielleicht daraus irgendwas machen. Hier, guck mal, hier ist Gold. Gold will ich immer haben. Einer von meinen Leuten ist gleich da. Hey, guck mal, da ist wieder der Raven. Der meint, er müsste irgendwas Böses machen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal tot. Wir machen den tot. Tod, Tod und Verderben. Jetzt hört den kurz raus und machen die Mühe weg. So, SCVs. Och, Mann. Lutscher. Ich wollte euch zerstören, nicht andersrum. Fuck. Irgendwas Böses kommt gerade an. Ja, mach du mal den Platz. Scheiße. Scheiße, ich habe keine Einheiten mehr. Mann, ich dachte, ich schlag gerade kurz zurück. Ich meinte schon, Comeback ist real. Scheiß auf Comeback. Mann. Ja, ich schicke die jetzt in den Kampf. Ich habe keine Einheiten mehr sonst. Ich habe ein Tor. Aber ansonsten habe ich keine Einheiten mehr. So, warte, du machst den hier Platz. Komm schon, stirb, stirb, stirb. Ihr braucht so fucking lange. Du machst einfach den hier weg. Boom, Headshot. Oh, fuck. Tor, willst du vielleicht mal angreifen, Junge? Wir werden hier gerade platt gemacht. Der kommt da nicht durch. Och, GG, scheiße. Ja gut, das wird schwer noch zu gewinnen. Na ja, gut, Surrender. Boah, Mann, das war knapp. Also überhaupt nicht wahrscheinlich, aber trotzdem, ich fand's geil. So, das allein ging 31 Minuten, da sagt mir meine Aufnahmezeit was anderes. Egal. Der Unterschied, oh fuck, egal. Trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich spiele danach mal wieder Protoss, vielleicht kann ich da gegen Medium gewinnen. Ich hätte mit dem Battlecruiser vielleicht eher anfangen sollen. Oder vielleicht die Battlecruiser, die waren ein bisschen langsam, vielleicht mehr Benjis. Die haben ja dann auch die Eco-Line so ein bisschen angekratzt. Also ich hatte ja eine Chance und dann dachte er sich, du willst mich ärgern? Ich mach dich tot. Und dann war ich halt tot.
Ah, verdammt. Aber ich bin nicht beim ersten Angriff gestorben. Das ist schon mal schön. Ich habe noch Chance, mich zu verbessern. Der 35-Minuten-Part, ich glaube, der ist ein bisschen lang. Egal. Nächster Part wird kürzer. Adios, amigos. Und hoffentlich auf Wiederhören.